ausmachen oder möchtest du ihn anlassen? Anlassen aus. Erzähl mal, was passiert ist. Wir fahren Auto und herwupsen wir schon. Erstmal gucken, wo die Kamera ist. Wir filmen mit Bernds Handy. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie der Ton ist und so. Wir kommen gerade von der Hebamme vom Geburtshaus. Wir hatten Kontrolle heute. Ja, Hebamme. Alles ist super. Keine Akupunktur gemacht. Keine Akupunktur gemacht heute. Reingeguckt in einem Auge. Ja. Untersuchung gemacht. Halt. Ja. Getastet. Und der Tastbefund sagt? Alles Taco. Alles Taco steht noch wie eins der Muttermund. Fest wie eine Eins. Dauert noch, sagt sie. Also sehr dick. Sehr dick? Nein, dick halt noch. Alles gut. Alles im Normbereich. 8 Tage noch hin. Es deutet nicht darauf hin, dass es eher kommt. Köpfchen könnte noch tiefer runterrutschen und so. Also es muss noch tiefer. Ja. Könnte nicht. Es muss noch runterrutschen. Könnte. Ja, könnte. Ich dazu. Dann bleibt es. Es kommt durch den Bauchnabel. Okay. Ja, und 2 Kilometern rechts halten auf die A40 in Richtung Essen. 40. Und wir sind jetzt auf dem Weg in die Metro. Und wir nehmen euch mit, weil ihr ja alle im Lockdown nur zu Hause sitzt und euch langweilig ist. Die große, weite Welt und nehmen euch mit. Haben wir wieder Platz in der Natur, ne? Wir könnten also ein bisschen was Gefrorenes wir können auch richtig eskalieren. In den Laden bringen dann. Ja. Zwiebeln, also Paprika. Da haben wir noch so viele Tiefkühlzwiebeln. Oder? Also zu Hause im Eisfach. In einem Kilometer rechts halten und dann wir links mal, halten. Was wir so finden, Leckeres in der Metro. Eis kommen auf jeden Fall. Wir müssen auch nichts drin. Wir können alles im TK bei uns auch holen. Sahne? Brauchen wir unsere Sahne? Ich habe eine ganze Lage mitgebracht. Ist doch immer so, dass viele keine Maske tragen, nur wir. Bitte? Viele Gehirne verkraften es auch nicht, deren Regeln zu halten. Mein Gehirn verkraftet es auch. Bernd ist auf Krawall aus. Er muss ein bisschen die Menschen reizen, um Diskussionen zu haben, weil man hat im Lockdown nicht so viel zu tun. So, jedenfalls meine Maske. Da werden wieder Fragen kommen. Ich werde sie euch unten verlinken. Ich vlog gar nicht. Also erstmal machen wir nicht viel. Ja. Aber als es noch nicht der Lockdown war, da habe ich auch schon nicht mehr gerne draußen gebloggt, weil mit dem Mundschutz, das ist so doof, wenn man halt gar nicht sieht, was die Mimik und so. Ja, gut, jetzt gibt es einen desinfizierten Wagen. Hilfe! Eine Rollstuhlfahrt, oder? Mehr Glück gehabt. Ja, sind ja genug da. Hast du eine Maschinenschutz? Ja. Ich habe gerade Panik gekriegt für mein Handy. Ja, ich hab dann. Da ist so ein Kaffee-Ding zum Runterdrücken. Wo? Oh. Ach guck, da wissen wir schon, es ist hier alles auf, nicht nur Lebensmittel. Hm. Unglaublich, ne? Hier so ein. Ja, weil wir haben ja so eine Kaffeekanne zum Runterdrücken zu Hause. Dieses Bodum oder so, ne? Aber wir haben halt die billige Variante. Und mir ist die kaputt gegangen zu Hause. Deswegen hat Bernd die vom Laden mitgebracht. Die wir ja jetzt da nicht brauchen wegen Lockdown, aber irgendwann brauchen wir wieder 2. Hm? Wir mal irgendwann mal wieder bei Ikea. Ja, online gibt es das nicht bei Ikea. Nee, habe ich schon geguckt, weil ich ja bestellen wollte. Aber gibt es nur in der Filiale. Hast du das gelesen? Aber die Metro, du kannst ja, also jeder darf ja jetzt hier einkaufen, nicht nur mit Karte. Aber wenn du keine Karte hast, dann darfst du nur Lebensmittel kaufen. Echt? Was für Gesetze, also was ist das für ein Sinn? Deutschland. Ist doch. Warum darf ein Autohaus aufhaben, dass sie da ohne Maske rumrennen? Ja. Aber bei der Presswehen musst du die Maske aufsetzen. Ja. Ja, oder dass der Vater da nicht mit, oder nur am Ende darf der Vater mit bei der Geburt. Weil vorher hast du
kein, hasse Corona hinterher nicht mehr. Egal. Zwei? Ja, sieht ein bisschen verloren aus, ne? Dein Weiß? Ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich schon Grau nehmen, ne? Weil wir haben ja auch... Sofakissen haben wir, aber... Willst du auch die passenden Decken dazu? Zeig mal, wie ist das denn da drin? Dann kann man auch den Bezug abnehmen. Ja, jetzt steht doch hier, Bezug kannst du waschen. Ach so, das Innere der nicht. Der Bezug auf 30 Grad, aber das Innere nicht. Okay, bist du klug. Du brauchst... Was für Decken denn die hier dann? Kosten die auch 16 Euro? Wie groß sind die denn? 1,50 mal 2 Meter. Ja, noch 2 Meter, oder? Passt grau dazu, ja, ne? Ja, hellgrau. Unsere Couch ist dunkelgrau. Ja, ich glaube, das passt vom Kontrast. Wie viel können wir die waschen, stand da? 30 Grad auch? 30 Grad. Mikrofaser. Oder sollen wir lieber einen farbigen Akzent nehmen? Da haben sie ja nur Senf, ne? Rosa. Ja. Ja, ne? Aber die Decken sind 30 Euro, oder? Boah. Aber bei 100 Euro. 100 Euro. 110. 110. Nein. Warum nicht? Wir sind im Lockdown. Nein, nicht. Bin ich weiß. Ja, mir vor allem. Ja. Nein. Nein. Nein, nein. War da schöne Decken? Nein. Sicher. Wir haben so viele Decken. Aber? Aber? Ja, schön. Ja, brauchen wir schöne im Lockdown, wenn die Krise richtig losgeht? Dann brauchen wir hier mal die Bettdecken runterschwören. Mir ist egal, dann lass. 20 Euro. Die Decke ist 35. Ja. Ja, ich würde jetzt gerne Probe liegen damit, aber die sind schon schön. Aber ob die Spannkraft behalten, wenn dann Livia da ist, dann so da drin. Oh. Komm, wir haben keine. Hast gewonnen. Was denn? Ja, wir haben ja keine schönen Decken. Und ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Die Farbe. Ja, grau passt ja jetzt am besten von den zur Auswahl stehenden Farben, oder? Ja. Was meinst du? Ja. Können wir uns, in der Krise können wir uns das ja umhängen. Decken wir auch die Brustrollen? Die Brustrollen? Die Brustrollen. Wir können nicht kloppen. Hast du jetzt echt gedacht, ich hau dir das bei auf die Was? Ja? Du kannst ja zur Not kannst du ja auch was anderes noch füllen. Wie in anderes füllen. Dann kannst du anderes Kisten da reinmachen. Zwei andere. Guck mal, wissen wir schon mal. Hier können wir auch wickeln. Ja? Einen Wickeltisch haben die auch. Genau. Ja. Jetzt gehen wir erstmal da, wo Schwangere immer hin müssen. Alles gut? Ja. Warum? Weil du so komisch läufst. Bis gleich. Denk dran, ich hab dein Handy, nicht dass du es suchst. Das ergibt so gar keinen Sinn. Was wir alles mit uns machen lassen. Haben wir doch die Decken und die Kissen mitgenommen. Ist bei euch auch jedes zweite Waschbecken abgetrennt gewesen? Okay. Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Egal. So. Doch, kannst du nicht den dann noch Hände waschen, dann guckst du Eventhände. Ja, aber wenn ich da durchgehe, ja, egal. Irgendwas müssen wir machen. Brauchst du Schuhe? Hast Schuhe, weil du dich gerade noch beschwert hast, dass die Schuhgeschäfte zu haben. Ja,
Bitte? Tennisball, was ist damit? Haben wir noch. Oder besser nicht. Wir haben noch einen. Ich kann das rennen. Vor. Aber die stoppen ja immer hier die Wagen, ne, zum Glück. Die stoppen immer die Wagen hier zum Glück. Ne? Wegen den Ketten. Aber da bist du dir auch sicher, dass wir die wollen. Dass wir die wollen? Wieso? Die sind doch schön zum Liegen, ne? Ja, bestimmt. Mega, oder? Ja, ich hoffe. Weil ja, wir haben echt ein Mangelkissen. Ja, dann wenigstens mal einer. Das reicht doch, wenn man nur das hinlegt. Dann sieht das wie ein Sonnenbüschel aus. Ja. Machen wir. Wenn die schön sind. Müssen wir hier rechts? Können wir. Und wenn die schön sind, was? Können wir mit dem Gutschein ja nochmal zwei holen. Ja, und ich glaube, dass die, hoffe ich, recht unempfindlich sind, was Ettenhaare angeht. Unsere Lieblingsabteilung. Ja. Guck mal bis ganz oben. Aber ich glaube, jeder war schon mal in der Metro, oder? Jeder weiß, wie die Metro aussieht. Früher habe ich immer diesen Puffreis im Kakao reingemacht. Kennst du das? Das ist voll lecker. Also war früher lecker als Kind. Wo ist der Cola-Schuh Crazy Dip? Ach die, ja. Ja, voll so Kindheitserinnerungen alles, ne? Hier Leckmuscheln. Da verfällt man, also wir verfallen jedes Mal wieder hier, ne? Was wir alles so, hier diese Lippenstifte, Kindheitserinnerungen. Oh, die habe ich auch. Oh, diese Salmiakbälle. Was habe ich die gegessen mit meinem Papa? Kannst du deinen Lutscher mitnehmen, die Schokolutscher? Ja, oh, aber die haben die nur so riesig, ne? Ja, gönn dir. Nein, zur Geburt Bernd, schaffst du das. Viel. Zur Geburt hast du die weg. Jau. Nein, das ist echt zu viel. Die gibt es doch im Kaufland, gibt es sie in kleinen Tüten mit ein paar Stück nur. Ja. Ja. Saure Klo. Sour Potty. Schokolade oder Chips willst du gucken? Ne, wir haben noch so viel alles im Überfluss. Dann wird das nur schlecht. Ja, das sind die, womit ich mir mein Big Mac in Anführungsstrichen immer nachbaue. Und da habe ich mal richtig Bock drauf. Normal nehmen wir ja die Beyond Meat. Falafel? Nee, haben wir noch zu Hause. Wir überlegen, ob wir heute einen Schrotttag einlegen sollen mit frittierten Sachen. Machen wir uns dann auch Burger heute dabei? Wenn wir schon nur Schrott essen? Machen wir uns auch Burger dabei? Die kostet im Angebot 10 Stück 20 Euro. Im 10er-Pack. Die großen gibt es nicht mehr. Okay. Die Sausage sind auch günstiger jetzt. Okay. Die kostet umsonst 40. Verstehe ich jetzt nicht. Was kostete sonst 40? Die Würstchen. 10er-Pack oder ja. 30 Euro. Wir sind jetzt bei 26. Ja. Haben wir aber. Können wir trotzdem welche mitnehmen oder warten noch? Ja, wie viele haben wir denn noch von den Würstchen? 25? Ja. Reicht ja erstmal, oder? Das ist egal, wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann... Wie viele Burger? 10 sind da drin. Ja. 4 machen wir immer. 2 Pakete. 3 machen wir immer. Ja, 4 machen ja, wir immer. Ja, 4 machen 2? Wir immer. 2? Ja. Sausage auch? Ja. Wie viele? Reicht doch, oder? Dann nehmen wir 10 mit. Die haben wir noch na, 20 genau. da. 5 mal dann die Burger. Ja. Guck mal, die haben sogar jetzt hier Dings, Hackfleisch. Ja, aber ich auch nicht, aber haben sie. Wenn wir dir mal zu haben, verschieben sind. Okay. Ich habe jetzt die Veggies-Dinger mitgenommen, ne? Ja. Können wir die. Ne, machen wir nicht im Backofen, ne? Ja, lies mal vor.
Paprika, Zuckerwatzen, Bambussprossen, vier Erdpilze, eine andere Pilze, Zwiebeln, Wasserkastanien, Pastinaken. Okay. Mal probieren. Schauen wir mal. Das können wir erstmal lassen für nächste Woche. Ja, wir haben da hier die Zuckererbsen. Oder gepulte Erbsen. Blumenkohl haben wir noch, glaube ich. Was ist Edamame? Was? Sojabohnen in der Schote. Ach so. Blumenkohl haben wir da noch, oder? Das kriegen wir ja auch immer schnell bei Aldi oder so. Guck mal, hier sind deine Silberzwiebeln eingefroren. Und guck mal, da hast du sogar Maiskolben, Mini-Maiskolben eingefroren. Die sind bestimmt nicht eingelegt, oder? Nee. Weil beim Chinamann oder so gibt es hier auch so in der Suppe. Haben wir letztens noch überlegt. Aber was machen wir damit? Dann würden wir den Dampfgarten essen, oder? Aber ob die wirklich schmecken? Wir werden es nie erfahren, wenn wir es nicht probieren, ne? Wir sollen mal schauen, wenn das Kind dann da ist. Wenn wir die ganzen Essensvorräte aufgebraucht haben, dann können wir genau, dann haben wir Platz. Jo. Zucchini, alles, ne? Wahnsinn. Convenience Food. Beste Idee. Zwiebeln? Wenn du möchtest. Hier kommen zwei wieder, die sind im anderen Boot. Ja. Das sind nur die Kleine. Aber so oder ein Würfel? Mir ist das egal. Nimm einen so, keine Ahnung. Was brauchst du denn eher? Ich nimm eher Würfel, aber wenn ich sie nicht, dafür nicht schälen und schneiden muss, dann. Ja, beides, die kosten ja, guck mal, der Preis ist ein 20 Cent Unterschied. Ach, nimm doch einfach das, was da jetzt auf ist, Slice. Aber das damit lieber. Ich muss die gleich in den Laden auf Rückfahrt eben rein. Paprika haben wir ja noch. Ja. Wir halten nicht bis 23. Ja. Kohlrabi hatten wir schon mal gefroren, ist nicht so geil, ne? Möhrchen tiefkühl, finde ich so widerlich. Ton auch aus vom Fernsehen. Bis live. Ich weiß. Erzähl. Das arme Tier, lass es doch schlafen. Wie ihr seht, wir haben tatsächlich diese für unsere Verhältnisse teuren Decken und Rollen mitgenommen. Bernd ist sehr unbegeistert davon, ne? Ja, von den Rollen. Für Kopfbehinderung sorgen die. Ich finde die super toll. Die sind richtig weich und flauschig. Und die kann man sogar waschen und trocknen. Und flauschen. Und flauschen. Ich habe sogar schon da drin geschlafen. Ja, 4 Stunden. Nein, einen. Deswegen. Eine. Eine Stunde habe ich da drin geschlafen. Ich habe nicht 4 Stunden geschlafen. Ja, das war von 16 Uhr bis 8:30 Uhr. Ja. Und ich lag hier. Ja, klar. Nein, das stimmt nicht. Es stimmt absolut gar nicht. Und jetzt, weil wir geschlafen haben, du hast auch geschlafen. 5 Minuten. Na, du musst ja länger schon ein paar halbe Stündchen. Ja, und ich habe ungefähr ein Stündchen geschlafen. Und deswegen sind wir jetzt so lange wach, wir haben nämlich schon 23:15 Uhr. Das Schweini ist auch da. Das Schweini ist Tempo noch. Gestorben. Smurfy. Das hat aber nicht der Etty gemacht, das Loch. Das war alle anderen Löcher. Der mag das nicht. Wenn da Sachen vorstehen bei seinem Spielzeug, er muss alles abkauen. Hier die Foto. Sein über Monk. Oder der Igel auch, alle Stacheln abgebissen. Ja, wenn so Kuscheltiere so Plastikaugen haben, die muss er als erstes abmachen, die dürfen ihn nicht angucken. Ja, gut. Also, was haben wir noch zu sagen? Genau, Metro, da kann ja jetzt jeder rein. Also, weil Metro, Metro, braucht man keine Karte.
Aber wenn man keine Karte hat bei der Metro, dann kann man solche Sachen nicht kaufen. Kein Non-Food. Kein Non-Food. Und es gibt sogar verschiedene Kassen. Ja, weil die Coronaviren auf die Nicht-Kartträger in der Non-Food-Abteilung aufspringen können. Ja, das ist so ein bisschen sinnlos, aber ja. Und es gibt Kassen einmal für dann halt Wiederverkäufer, also die, die die Karte haben. Die gab es schon immer. Die gab es schon immer für Gold- und für Silberkarten. Nein, aber das war nicht Gold und Silber, das war Karten für Geschäftskunden. Das stand da immer dran für Geschäftskunden. Ich meine doch. Nächste Mal. Wenn wir morgen dahin fahren? Ja, um nachzufragen. Warum gehst du denn immer mit der Mond? Was machen wir da als Mitternachtsfestbar? Burger wieder? Raclette? Apropos Raclette, wollte ich euch erzählen, es gibt nicht Raclette, sondern Woklette. Wokfett. Woklette. Das ist wie Raclette, aber da gibt es so kleine Fännchen da drauf. Vierer oder Sechser. Und wenn man die Pfannen abnimmt, dann kann man Pancakes da drin machen. Pannbox. Und in der Metro gab es sogar das Gemüse dafür, das Convenience-Gemüse für. Ja, und beim Laden. Nee, aber dieses, da gab es so chinesisches Gemüse gemischt schon. Ja, haben wir doch im Laden, da haben wir mitgenommen. Muss ich mir das Woklette bestellen. Geht nicht, wir haben schon 200 Euro Decken gekauft. Mhm. Zwei Stück. Dann morgen. Morgen bestelle ich mir Woklette. Aber dann können wir das denn leisten? Wenn wir uns, ja. Denkt man, dann müssen wir noch Geld haben, wenn es nichts mehr wert ist, dass wir das dann. Ach so, was du überhaupt mit deinem Lotto spielen? Ich traue mich nicht zu gucken. Bernd hat mit Calvino was? Euro? Euro-Lotto. Jackpot. Ja, ein Euro-Jackpot hier. 72 Millionen. Wie viele Zahlenreihenkästchen habt ihr? Drei. Wir haben fast alles schon verplant auf den Autofahrten heute. Ja, alles schon ausgegeben. Ja, alle schon beschenkt, die wir beschenken wollen in Gedanken. Die Elvira. Die Elvira auch. Die nimmt dich beim Wort. Ich krieg eine Bernd-Puppe. Eine Bernd-Puppe für Elvira. Ja, ja. Du willst jetzt gucken, ob du gewonnen hast, oder? Nein, will ich nicht. Ja, dann ist hier wie 11, irgendwas Millionen wurden nicht abgeholt. Ja, ich gehe da morgen hin, gib den Schein ab. Kommt sofort Polizei. Aus der Decke. Und direkt Sondereinsatzkommando wirst du mitgenommen. Ja, 72 Millionen sagt, tschüss, wurden nicht abgeholt. Ich war vor, du hast gewonnen, gibst den Schein ab und dann verschwindet einfach. Ja. Früher musstest du ja noch deinen Namen eintragen und so konntest du nur abholen, wenn meine Hör auf zu gehen. Ich bin gar nicht müde. Ja, wir verabschieden uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss. Da hast du dein Handy wieder.